So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Jetzt muss ich wirklich überlegen, wie das Spiel eigentlich heißt. Ich fange gerade schon mit einer Sache an. Die Sache ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Damals habe ich auch gedacht, was soll denn das für ein Mist sein? Wir haben hier jetzt das Stadtviertel-Tool ausgewählt. Mit dem Stadtviertel-Tool können wir jetzt man kann irgendwie jetzt hier noch so, warte mal, jetzt muss ich mir das hier noch durchlesen. Also erstmal, man kann Stadtviertel erstellen. Mit diesen kann man grundlegende Sachen erstellen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier steht. Nutzen Sie die erneuerbaren Rohstoffe der großen Wälder. Die Forstwirtschaft ist relativ umweltschonend und gibt der lokalen Industrie und ihren Steuereinnahmen einen kleinen Schub. Der Bodenverschmutzung. Keine Bodenverschmutzung. Steigt die Steuereinnahmen des Industriegebiets um 10%, erhöht den Strombedarf um 7%. Okay, Land- Agrarwirtschaft. Sonstige Ebenen und fruchtbaren Boden scheinen förmlich nach Agrarinvestitionen und Erhaltung von Nutztieren. Steigert die Steuereinnahmen des Industriegebiets um 10% innerhalb eines 5 Meter Radius um Agrargebiete. Herum werden außerdem die Steuereinnahmen des Gewerbegebiets um 10% gesteigert. Keine Umweltschonung, erhöht Wasserbedarf um 25. Ach du Heilige. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier das hinmache, gut, hier ist es vielleicht jetzt ganz, ganz dämlich, aber entstehen dann diese Forsthäuser? Das muss ich dann nochmal ausprobieren. Entfernen Sie die Spezialisierung der Industriegebietes des ausgewählten Stadtviertels, wollen Sie die generätische Industrie um. Was ist denn eine generische Industrie? Ich würde sagen, ich mache hier nochmal kurz ein paar Viertel hin. So. Und wir machen mal wieder Go. Generische Industrie. Jetzt habe ich vergessen nachzugucken, wie der Kunde eigentlich auf Dings heißt. Generische Industrie. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine generisches Maskulin ist die Verwendung von Maskulinsubstanzen oder Pronosen. Okay. Kann man so dumm sein, Teil 2. Was? Okay, ja, dankeschön. Ich bin dumm, wenn ihr das sagen wollt. Ich bin einfach nur dumm. So, wir gucken noch nebenbei Twitch. Wo hab ich irgendwo Twitch offen? Nö. Mal gucken, vielleicht bin ich sogar noch eingeloggt. Aber ich glaube eher weniger, dass ich eingeloggt bin. Da muss ich mal mein Passwort eingeben. Es ist wieder schwer, mein Passwort zu überlegen. So, was braucht man als nächstes? Wir brauchen... So, wir werden aber hier was löschen. So. Das eine Feld, die zwei Felder. Und dann sieht es doch ganz, ganz schnuggi aus. So, wir haben doch uns noch eingeloggt. Wir haben im Moment 126 Follower. Bin ich sehr stolz, muss man wirklich sagen. Und Teenebray. D-E-N-E-B-R-A-Y hat mich letztes Mal gefollowt. Ich muss echt sagen, Dankeschön dafür. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben Pflasterweg, Kiesweg für Fußgänger und wir haben die Kanäle. Wir haben Gebäude, wir haben eine Oberschule dazu bekommen, ein paar Gärten. Die Gärten sind, also die Landschaftsgestaltung ist mir fast egal gewesen. Jetzt weiß ich, die ist doch schon so sehr, sehr wichtig. Habe ich so ein Gefühl. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden hier noch ein bisschen was machen. Also so, glaube ich, kann man doch schon die Steuern nach oben verlangen. Hm.
kann man noch was machen. Hier vielleicht noch ein bisschen was. Und dann müsste es ja theoretisch reichen, hoffe ich mal. So, und zum Teil ist es schon mal okay. Oh, wir brauchen... Genau, jetzt geht's los. Polizei. Und jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Aber ich glaube, wir werden erstmal eine Feuerwehr bauen. Ich glaube, eine Feuerwehr ist wichtiger. So, jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf 12 erhöhe. Meckern die schon rum? Die meckern erstmal über Strom. Ja, warum auch nicht? Aber die meckern nicht mehr rum über... Über Dings. So, wir als nächstes kriegen wir, glaube ich, die, ja, 2200. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Feuerwehr. Weil letztes Mal ist mir nämlich irgendwie ein riesen Arsenal ab. Abgebrannt. Deswegen will ich vorher erstmal die Feuerwehr bauen, bevor ich irgendwas anderes baue. Egal, ob jetzt alle geklaut werden oder nicht, ist mir auch völlig schnurzpiep egal. Aber ich merke jedenfalls, ich kann die Steuern erhöhen. Auf 13 und das interessiert auf 12. Vielleicht sogar auf 13. Und das interessiert einen Scheißdreck. Seht ihr hier oben? Hier oben brennt das schon. Hier oben brennt es. Zu spät. Ah, macht er auch die Flammendinger weg. Das ist nett. Ihr habt gesehen, was der Autobulldozer macht. Das ist schon recht gut. Natürlich praktisch. Oh, hier wird natürlich Kriminalität so hoch. Naja, dann Untergrund planieren. Der Strom wird knapp, die Polizei wird gerufen. Feuerwehr habe ich schon mal. Die deckt zwar nicht das hier so einigermaßen mit ab, aber im Notfall fährt es auch bis hier rüber. Das ist jetzt bloß, dass die eben nicht hier oben theoretisch gut helfen kann. Wenn das jetzt so gut ausgedrückt ist. Wir brauchen jetzt erstmal eine Polizei für 12.000. Die beiden kosten gleich viel, also ist eigentlich völlig egal, was wir machen. Aber ich würde sagen, da die Kriminalität schon recht hoch wird. Also hier freuen sie sich nicht mal, aber im Notfall fahren die auch jetzt dort hoch. Können wir mal beobachten, wir sehen die Fahrzeuge. Und man sieht, die fahren bis dort hoch, die fahren, würden selbst bis auf die Autobahn hochfahren, das wäre den wirklich egal. Der einzige Grund ist eben, dass die, seht ihr, jetzt sind sie grün, blau, dass sie nicht so schnell rankommen. Jetzt wusste ich nicht mal, was ich sagen wollte. Das ist ja richtig peinlich. Vor allem, dass ich wieder auf die Zeit nicht geachtet habe. Das ist richtig, richtig peinlich. So. Was mein Problem ist, die Map ist sehr, sehr schön. Muss man schon sagen, man hat jetzt zwei Autobahneinbindungen, hier drüben noch die Bahn, da oben. Schön Fluss und hier hätte ich einen Damm gebaut, ob ich das natürlich mache. Ja. Müssen wir mal gucken. Keine Schiffanbindung, nirgendwo. Gut. Ich möchte aber kein neues Grundstück kaufen, weil... Solange ich mit einem Grundstück nicht zurechtkomme, ist es nicht gerade gut. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir eigentlich die Stadt aufbauen möchten. Also wir haben ja, wenn dann hier drüben, erstmal unser erstes Hust-Hust-Dorf. Man könnte jetzt hier rüber bauen, hier drüben das zweite Dorf machen. Ich würde aber sagen, wir machen hier den Stadtteil hin. Hier machen wir dann Industrie hin. Im Livestream-Projekt mache ich das komplett anders. Da baue ich gerade hier die Industrie und hier die ganze... Stadt hin, also die geht bis hier runter. Müsste einfach mal in... Deswegen kommt noch nie raus, also müsste auf Twitch noch gucken. Ich muss mal hier jetzt bauen. Ich nehme das einfach mal mit als Hauptstraße jetzt hier. So. Die haben noch Strom, wie das?
Ach du Macaroni in der Mama, das ist sehr, sehr knapp. So. Nach und nach bauen wir jetzt eben hier so ein kleines bisschen aus. Ob das jetzt natürlich relativ gut ist oder nicht, wer weiß. Wir werden das auch später sehen. Dieser Ort ist bereits... Ach so, weil ich ein bisschen schief war, okay. So, solange ich 90 Grad bin, ist mir eigentlich alles relativ schnurzpiep egal. Nicht genügend Geld. Okay, außer das. Das ist mir natürlich dann nicht egal. So. Wir nehmen natürlich das Füllobjekt, weil das viel schneller geht als das einzeln auswählen. Aber Wasser brauchen wir. So. Wie es jetzt mit Strom aussieht, ist natürlich so eine andere Sache. Lärmbelästigung, 75%. Also eigentlich, das Spiel ist schon recht realistisch. Windturbinen machen, praktisch gesehen, machen sie, ja, es... Wir standen mal in einer Gruppe, standen mal vor einer Windturbine, die hat einfach keinen Lärm gemacht. Die hat einfach kein Geräusch gemacht. Und wenn ich auf Arbeit fahre, sehe ich einen Haufen Windturbinen. Und diese Windturbinen machen aber eben dieses, ja, wie soll ich das sagen? Einfach diesen Durchschlag, dieses Geräusch machen die einfach. Ist jetzt so die Frage, machen die jetzt eigentlich Geräusche oder machen die keine Geräusche? Also, ich würde sagen, jeder kann es nehmen, wie es möchte. Auch wenn das nicht geht, aber wir brauchen jetzt dringend Industriegebäude, Gebiete. Und da haben wir auch das Geld dafür. Ah, ist ein bisschen zu eng. Ich habe die große Straße gut. Ich hätte mich jetzt erschrocken, wenn ich nicht die große Straße hätte. Ich möchte alles 90 Grad haben, auch wenn das jetzt so ein bisschen schief ist. Aber es ist schon okay. So. Ich werde jetzt hier... Okay, ich brauche jetzt Geld. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. 1700. Komm, das Geld werden wir wohl irgendwie schnell zusammenbekommen, nicht wahr? Da wird es gut, ich weiß. Wir können hier noch schön Industriegebiet. Also hier können wir noch hinbauen, hier können wir noch hinbauen. Und wir können hier, aber dann löschen wir hier vorne das Gebiet. So. Das ist noch alles in eins. Gut. Was ich jetzt natürlich vergessen habe. Oh, wir brauchen Strom. Das habe ich vergessen. Was ich jetzt vergessen habe, ist natürlich 12.000. Ja, eine 6.000 würde reichen. Ist das Gebiet hier weiter zu einzufernen und natürlich auch Richtlinien zu machen. Da könnt ihr eigentlich gerne mal gucken, was das bringt, weil es gibt nämlich die Richtlinie Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu, Gebäuden Stromzellen zu installieren. 5 kostet das mich, aber verringert den Stromverbrauch. Und wir sind jetzt gerade bei einem Stromverbrauch von 50 MW. Und wenn ich jetzt hier das einbaue, Wasser und das auch, recyceln soll man natürlich auch, fangen ja die Steuereinnahmen, ja, wir werden mal kurz nach dem Strom gucken. Okay, 4 MW haben wir gerade gespart. Das hält mich ein bisschen über Wasser.
Ja, wir können mal kurz gucken, was habe ich denn eigentlich denn gemacht. Also Wasserverbrauch, halbiert die Wasserrechnung, ist natürlich selbstverständlich, dass es natürlich Wasser weniger verbraucht. Und kostet mich natürlich auch wieder 5. Kostet mich natürlich auch wieder 5 pro Gebäude natürlich. Aber verringert natürlich die Feuergefahr. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Recycling ist eine große Rolle, die Stadt sauber zu halten. Verringert Müllansammlung etwas und verringert Steuer ein. Ach du Scheibenkleister. Und Stromkonsum. Das ist, bringt irgendwie nur. Glück brauche ich. Außer natürlich Polizeibudget steigt um 15, aber wir kriegen mehr Touristen, wir bekommen mehr Steuereinnahmen und wir verringern die Kriminalität. Also was will man eigentlich mehr? Das einigermaßen das gleiche mache ich auch hier oben. Und zwar Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Rauchmelder, Recycling und das war's. Warte mal, was ist das hier? Moderat erhöht den Bodenrichtling um Parks. Das könnte man eigentlich noch hier hin machen. Erholung und Park hier. So. So, was haben wir vor uns? Wir hatten vor uns 5, 8, nee, ein paar. Der Stromverbrauch steigt irgendwie. Okay, wir wollten eigentlich jetzt unser Wasserhaushalt ein bisschen erhöhen. Wenn wir hier versuchen ein bisschen zu erhöhen. Wir verlangen nur Strom, das ist schon mal sehr gut. Also theoretisch nicht gut, aber es ist gut, dass sie nur Strom verlangen und nicht mehr. Wir machen Minus. Okay, also ich wollte das eigentlich nicht machen, aber wir brauchen Darlehen. Eine kurze Pause. Wir müssen jetzt erstmal logisch drüber nachdenken. Also wir brauchen Windkraft. Wir brauchen Strom. Wir brauchen... Dadurch, dass jetzt... ich glaube Nebel ist jetzt, oder? Nebel oder vielleicht sogar Windstill. Ich weiß es gerade nicht. Wir können ja hier, glaube ich, uns den Wind anzeigen lassen. Nein, er ist stark. Deswegen werde ich jetzt noch eins drauflegen. Na, wir haben kein Geld mehr dafür. Ich wollte ein Kohlekraftwerk bauen. Es ist nicht sauber und sowas wie im echten Leben. Es ist nicht zu 100% sauber. Abgase kommen natürlich raus. Wir werden jetzt erstmal hier rüber verlegen. Sparen, wo man kann, wie überall. Überall wird gespart, so. Industrie. Okay, wo geht's bergab? Das ist ein bisschen schief, deswegen geht das gerade hier ein bisschen schlecht. So. Ich werde jetzt vielleicht nochmal dämlich sein. Aber wir brauchen den Strom. Wir brauchen wirklich den Strom und ich werde mich sowas in den Arsch speisen wegen der Sache. Nicht, weil ich ein Kohlekraftwerk baue. Also das ist eigentlich, in dem Spiel ist es nichts Falsches. Wir machen Play. Wir bauen gleich mal eine Oberschule. Wenn wir schon das Geld haben, will ich gleich ausgeben. So. Busverkehr oder sowas will ich jetzt nicht. Parks bauen wir jetzt auch noch mal schnell ein bisschen was.
Weil das könnte uns die Steuereinnahmen erhöhen. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach nur die Steuern erhöhen. Okay, hier gibt es Probleme mit der Steuern. Das sind die Häuser. Das sind die Häuser, die wollen... Okay, okay, gut. Sie sehen bisher alle recht freundlich aus. Das bleibt auch dabei. Wir machen natürlich jetzt ein Plus. Das trotzdem vielen, vielen Ausgaben, die wir haben. So. Vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. Das hier geht auch gerade nicht anders. 2. So. So. Huh. Und jetzt komm. Leute, zieht hier bloß ein. Ich brauche das Geld. Ich brauche einfach nur das Geld. Ich habe gerade extrem große Ausgaben, deswegen zieht bloß hier ein. Hier beschweren sich die Leute hier. Natürlich jetzt noch schnell die Straßen gucken und danach würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Part. Ich würde sagen, ein Part nehme ich dann natürlich noch auf. Eins möchte ich natürlich gucken. Ihr seht jetzt, wo die Straßen lang gehen. Also wenn ich jetzt hier die Straße habe, das ist unsere, das soll unsere Vorfahrtsstraße sein. Wo die Routen über lang fahren. Und wo natürlich auch, hier sind nämlich noch Ampeln. Die dürfen nicht sein. Das ist nur eine Kurve, die, da brauche ich nichts. So, mal Straße anpassen. Ich will die Straße jetzt anpassen. Das ist nämlich eine Fortfahrtsstraße. Kreuzung anzeigen. Genau, richtig. Hier bleibt natürlich die Kreuzung, weil sonst haben wir hier irgendwann mal nochmal ein Problem. So, so, so. Und da würde ich sagen, passt das doch einigermaßen für den Anfang. Und ich würde mal sagen, wenn euch der Gaspart gefallen hat, gebt nochmal rum, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ja. Daumen nach unten, Daumen nach unten. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und zum nächsten Mal wieder einschalten. So, wenn das Wort. Let's play City Skylines. Ja. Genau. Ciao.